Eigentlich hat sie hier nichts verloren, die gepunktete Wurzelmundqualle. Denn sie kommt aus Australien und hat es bis ins Mittelmeer geschafft. Die Wissenschaftler in Tunesien sind beunruhigt. Einmal die Woche fahren sie raus, um neue Arten zu untersuchen. 2012 haben sie das erste Mal diese Qualle im Mittelmeer gefunden. Die erste Vermutung, die wir haben, ist, dass sie mit großen Handelsschiffen hierher gekommen sind. Wenn die Schiffe hier im Hafen ankommen, dann tauschen sie ihr Wasser aus und lassen Ballast ab. Und dieses Wasser kommt aus anderen Regionen der Erde und daher bringen sie auch andere Fischarten und Quallen mit, die es hier im Mittelmeer eigentlich nicht gibt. An der Universität in Bizerd in Nordtunesien untersuchen die Wissenschaftler, was die Quallen fressen. Die Tiere sind eine Gefahr fürs Ökosystem. Viele Quallen sind Fleischfresser und viele fressen Plankton. Die Sardinen, die Sardellen und die Fischbrut brauchen aber auch Plankton. Und in der Konsequenz bedeutet das, dass die Quallen mit den anderen Tieren und Organismen im Meer konkurrieren. Und sie haben deshalb ein Problem. Im Süden des Landes fischen sie noch traditionell ohne Boote und nur mit einem riesigen Netz. Heute haben sie Glück, mehr Fische als Quallen im Netz. Die Wissenschaftler arbeiten mit den Fischern und ihren Familien zusammen. Denn in den letzten 3 Jahren sind neue Quallenarten aufgetaucht, die sich explosionsartig vermehren. Naja, wenn wir so viele Quallen im Netz haben, dann müssen wir alles rausschütten, um überhaupt noch Fische zu haben. Wir verbrennen uns an den Quallen, denn sie nesseln und es brennt in den Augen und überall. Und wenn wir Pech haben, werfen wir alles weg, weil es einfach zu viele Quallen sind. In der Nähe von Tunis gehen die Fischer gemeinsam mit den Wissenschaftlern gezielt auf Quallenjagd. Doch heute verstecken die Tiere sich. Wenn es windig ist, dann tauchen die Quallen unter. Der Fischer muss weit rausfahren, doch er kennt die Gegend und weiß, wo er sie finden kann. Manche Arten reizen die Haut stärker als andere. Vielleicht müssen die Menschen mit den Quallen leben, aber wie? Es bleibt als Lösung nur, dass man entweder den Fischfang reduziert oder dass man den Quallen einen Wert gibt. Deshalb haben wir ein Labor gegründet, um Kollagen aus den Quallen zu gewinnen. Tatsächlich kann man aus den Quallen Grundprodukte für die Kosmetikindustrie herstellen. Das wird weltweit so gemacht. Die Nachfrage steigt. Die Tunesier wollen davon profitieren. Ja, wir haben doch genug, besonders in den letzten Jahren, wo die Quallen uns das Mittelmeer überflutet haben. Warum sollten wir sie nicht in der Kosmetik und vielleicht eines Tages in der Medizin einsetzen? Für einen anderen Wirtschaftszweig sind die Quallen ein Problem, den Tourismus. Tausende strömen jährlich an die Strände und sie sollen sich nicht von Quallen gestört fühlen. Längst sind die Tiere eine Plage. Als wir angefangen haben zu schwimmen, da ist mein Sohn sofort von den Quallen erwischt worden. Hier. Gucken Sie mal. Er hat echt viele gesehen und meine Tochter auch. Welcher Finger war das nochmal?
Das ist schon wirklich stressig, um ehrlich zu sein. Wir sind hier seit 7 Tagen und wir haben viele Quallen gesehen. Manchmal nur ein paar morgens, dann gibt es noch nicht so viele. Meist kommen sie nachmittags oder so, um 5 oder 6. Die Wissenschaftler spannen deshalb das erste Mal überhaupt in Tunesien Netze. Sie sollen die Quallen aus den Badebereichen fernhalten. Und sie befragen die Touristen zu ihren Erfahrungen. Die verschiedenen Strände und die Quallendichte werden kartografiert. Dafür nehmen die Wissenschaftler Proben und zählen die Tiere. 31,1. Heute haben wir den Strand für uns. Die Strömungen und der Wind haben dafür gesorgt, dass es kaum Quallen hier am Strand gibt. Macht sie das glücklich oder unglücklich? Sie beschäftigen sich doch immer mit Quallen. Naja, wissenschaftlich gesehen ist das natürlich schade. Aber für die Badegäste und die Fischer ist es eine gute Nachricht. Erst abends, wenn die Touristen zurück im Hotel sind, können sie das Netz ins Wasser bringen. Die Gäste sollen schließlich wieder nach Tunesien kommen und keine schlechte Erinnerung an einen quallenverseuchten Strand haben. Die Wissenschaftler wissen noch nicht, ob es noch mehr Quallen werden und was dann passiert. Wir fangen natürlich an, uns um die Zukunft Sorgen zu machen. Jetzt schon sehen wir die Auswirkungen dieser Plage und fragen uns, ob sich das allein regeln wird und das Ökosystem allein seine Wege finden wird, um sich zu rehabilitieren. Aber das steht noch in den Sternen. Die gepunktete Wurzelmundqualle kann bis zu 70 cm groß werden, hat 8 Arme und wird nur mehrere Monate alt. Und sie hat sich mittlerweile sogar schon an kälteres Wasser gewöhnt.